112.000 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages. Deutschland meldet zum ersten Mal mehr als 100.000 Neuinfizierte. Die Inzidenz stieg auf 587, auch das ein Rekord. Und auch die Türkei wird langsam unter der Omikron-Welle begraben. Die Regierung von Präsident Erdogan hofft jetzt, sich dagegen mit einer Art einheimischer Wunderwaffe wehren zu können. Der im Land hergestellte Impfstoff Turkovac soll nun impfunwillige Türken überzeugen. Anstehen für eine Weltpremiere. In diesem Istanbuler Krankenhaus wird seit Anfang des Jahres Turkovac verimpft. Der erste in der Türkei entwickelte und produzierte Covid-19-Impfstoff. Für mich ist Turkovac die vertrauenswürdigste Impfung. Sie kommt aus meinem eigenen Land. Ich wünschte, sie hätten Turkovac schon eher auf den Markt gebracht, dann hätte ich mich komplett damit impfen lassen. Ich war bis heute noch gar nicht geimpft. Ich habe auf Turkovac gewartet, weil ich unseren türkischen Wissenschaftlern mehr vertraue als denen im Ausland. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Turkovac Ausdruck nationaler Größe. Mit dem eigenen Impfstoff gehöre die Türkei zu den innovativsten, fortschrittlichsten Ländern der Welt, lobt er, und sei nicht mehr abhängig von anderen. Die Regierung feiert Turkovac als großen Erfolg. Aber wie wirksam ist der Impfstoff? Und schützt er vor Omikron und anderen potenziellen Virusvarianten? Viele Mediziner hier in der Türkei sind da skeptisch. Esin Şenol von der unabhängigen Ärztekammer des Landes kritisiert, dass kaum Daten zu Turkovac veröffentlicht wurden. Deshalb könne sie den neuen Impfstoff bislang nicht empfehlen. Der Regierung sei der politische Erfolg wichtiger als wissenschaftliche Genauigkeit. Ich kann nicht beurteilen, wie wirksam dieser Impfstoff ist, weil wir die nötigen Informationen nicht haben. Die Ergebnisse der Phase 1 und Phase 2 Studien wurden nicht veröffentlicht. Auch über Phase 3 wissen wir so gut wie nichts. Solange wir die wissenschaftlichen Fakten nicht kennen, ist das kein Impfstoff, sondern nur irgendeine Flüssigkeit. Wie in vielen Ländern lässt Omikron auch hier in der Türkei die Infektionszahlen gerade rasant steigen. Die Impfquote ist vergleichsweise hoch. Etwa 85% der Erwachsenen sind doppelt geimpft. Aber die Unsicherheit um Turkovac sorgt für Unruhe. Wir wissen noch so gut wie nichts über Turkovac. Deshalb denke ich, dass es nicht sicher ist. Ich würde mich nicht damit impfen lassen. Es wurden nicht genug wissenschaftliche Studien dazu veröffentlicht. Ich lasse mich nachher mit BioNTech boostern. Der türkischen Impfung vertraue ich nicht. Ich habe Zweifel. Nurettin Yiğit hat die Entwicklung von Turkovac eng begleitet. Er sagt, die Sorgen seien unbegründet. Der türkische Impfstoff sei so sicher und wirksam wie andere. Wir haben unsere Zahlen und unsere Studien und nicht den geringsten Zweifel in Sachen Wirksamkeit. Geimpft sein ist besser als nicht geimpft sein. Und wenn Turkovac uns dabei hilft, die bislang Ungeimpften zu überzeugen, dann ist das für uns ein großer Erfolg. In den nächsten Monaten sollen so viele Menschen wie möglich ihre Booster-Impfung mit Turkovac bekommen. Und bald, so plant es die Regierung, soll Turkovac auch in andere Länder geliefert werden und dort helfen beim Kampf gegen Corona.